Das ist natürlich immer der Plan, dem Gegner früh einen einzuschenken. Ja, wir wollten früh stören, wir wollten hochpressen, dominant sein, mit Ball kluge Entscheidungen treffen, schnelle Seitenverlagerungen haben. Und umso besser, dass wir das 1-0 früh erzielt haben, klar. Aber nichtsdestotrotz hatten wir danach auch noch Chancen. Da müssen wir halt noch ein bisschen cleverer sein. Da haben wir heute ein bisschen mehr Ruhe, sage ich mal. Aber wie es halt so ist im Pokalspiel, Hildesheim, großen Respekt. Sie haben alles gegeben und klasse Leistung von Hildesheim. Und am Ende haben wir verdient gewonnen. Wir können mächtig stolz auf alle sein. Wir haben heute gegen den Drittligisten gut mitgehalten, beziehungsweise auch phasenweise, glaube ich, auch überlegen gespielt. Hatten viele Torchancen, darauf müssen wir aufbauen. Und ich glaube, so eine Highlight-Spiele wie heute, ich kann mir gar nicht denken, was hier passiert wäre, wenn wir das 2-2 gemacht hätten. Das wäre heute ein riesenschöner Tag gewesen. Aber auch so darf die Laune nicht trüben. Es war heute ein schöner Tag für den Hildesheimer Fußball. Er hätte sehr schön werden können, aber ja, darauf lässt sich aufbauen. Ne? Diese Momente hat man immer im Kopf. Und da geht es jetzt dran, weiter anzuknüpfen. Ich freue mich für meine Mannschaft, freue mich für den SV Meppen. Das war so, auch da scheint es so runtergeblumst. Ja, das ist ja jetzt, wir sind ja hier Favorit gewesen. Und Hildesheim hat uns von der ersten bis zur letzten Sekunde des Spiels alles abverlangt. Und jetzt sind wir ja in das Spiel gegangen, nicht mit extrem breitester Brust, wohl wissend, dass er auch Hildesheim Braunschweig ausgeschieden, rausgeschmissen hat in dem kämpferischen Spiel, die jetzt am Samstag zu uns kommen und aufsteigen wollen, direkt aufsteigen wollen. Also man sieht immer, wie eng das die Matches sind, und da hat meine Mannschaft sich ganz toll verkauft, und am Ende steht das Ergebnis und das Ziel weiterkommen, Finale zu spielen gegen Reden. Darauf freuen wir uns jetzt. Das hat Kraft gekostet. Trotzdem auch Glückwunsch an unseren Gegner, die uns bis zur letzten Sekunde eben auch alles abverlangt hat. Stolz ist definitiv da, weil wir in der Rückrunde nicht so stabil sind. Auch was die Ergebnisse angeht, natürlich schon den einen oder anderen Nackenschlag haben. Mit dem 5-0 jetzt in Lübeck, das musst du erstmal wegstecken und so ein Spiel heute abliefern. Dann liegst du nach 2 Minuten 0-1 hinten. Das ist natürlich der schlechteste Start, den du dir in so einem Pokalspiel wünschst. Kriegst dann, ich glaube, nach 55, 60 Minuten das 0-2. Aber dann sind wir halt heute zurückgekommen. Die Wochen vorher haben wir uns dann ausspielen lassen, heute kamen wir zurück, und das macht dann schon stolz, weil du bis zum Schluss, du hast dir 400-500-prozentige Torchancen rausgespielt. Die musst du machen auf dem Niveau. Das haben wir leider nicht gemacht. Wenn wir das 1-1 relativ schnell machen durch Silas Steinwedel, dann weißt du auch, dass so Spiele anders verlaufen können. Aber das ist das, was ich den Jungs sage. Der andere will auf das Niveau, und die sind halt da schon ein Stück weiter.